Der Islam gehört wohl zu Deutschland und gehört wohl zu Frankreich und gehört wohl zu Italien und gehört wohl zu Europa und gehört wohl zu den USA und gehört wohl zu Schweden und alle westlichen Länder. Die moderne Europa ist aus dem Gebärmutter der islamischen Zivilisation entstanden und geboren. Also die moderne Europa ist eine Tochter der islamischen Zivilisation, aber eine undankbare Tochter. Eine undankbare Tochter, die alles Gute von den Eltern vergisst und gegen die Wand schlägt. Die moderne Europa ist leider eine undankbare Tochter, die alles verleugnet. Alles in ihren Bildungsstrategien, im Bildungssystem, in den Universitäten, in der Politik. Ich sage euch am Anfang dieser Predigt, ohne die islamische Zivilisation wäre die moderne Europa nicht gewesen. Ohne die islamische Zivilisation wäre hier nichts entstanden. In der Zeit, wo Europa aufgehört hat mit den experimentalen Wissenschaften und wo sie im Tiefschlaf waren und dabei beschäftigt waren, einander zu schlachten und barbarisch zu leben, da haben die Muslime ganz, ganz, ganz oben gelebt. Die Philosophie hat einen Stopp gemacht und wer hat die Fahne getragen? Die Muslime. Die Muslime haben die Fahne getragen. Und ich möchte euch nicht Namen erwähnen. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna und Averroes und so viele. Jabir ibn Hayyan, Al-Haytham, Ibn Khaldun, Ibn Battuta und so viele andere. In der Zeit, wo die Leute über diese flache Erde sprechen, da kam der große Wissenschaftler Khawaja Nasser al-Din al-Tusi, der die Theorie von Geozentrik, dass diese Erde, dass alles, damals wurde immer gesagt, alles läuft um die Erde und dies ist das Zentrum des Universums, um das alles zu, alles abzuschaffen, dass das eine falsche Theorie ist. Dieser Mann al-Tusi, es gibt Wissenschaftler, die wir rausgenommen haben. Von den großen Wissenschaftlern in Europa. Nicolas Kopernikus. Dieser Nicolas, der hat sein Buch erfasst. Und dieselben Bilder. Und die gleichen Formeln. Und alles gleich wie das Buch von Imam Tusi. Alles gleich. Mit einem europäischen Mantel. Gleich, auch sogar die Skizzen waren gleich. Europa wäre nichts. Die Tataren haben alles gefressen, was lebt. Eine Fressmaschine. Die waren starke Kämpfer, die keine Angst haben. Sie wollten die ganze Welt erobern. Europa wäre nichtig, wenn nicht die Muslimen die Tataren gestoppt haben, sodass Europa weiter dann nur in ihren Kriegen weiterlebt.